Night Prayer und Märchenerzählfestival, die Schönheit religiöser Ausdrucksformen und das Erzählen als Kulturtechnik. Das sind einige der Themen dieser aktuellen Magazinausgabe von Ruhr 2010 TV. Und damit hallo und herzlich willkommen. Die Schönheit religiöser Ausdrucksformen, das ist das Thema des Projekts Night Prayer. Es geht zum Beispiel um Konzerte. Am 21.09. laden 9 Gotteshäuser im Ruhrgebiet die Menschen zu Besuchen ein. Wir haben bereits im Februar eine Rundreise unternommen und uns die Gotteshäuser angesehen und waren auch jetzt nochmal unterwegs. Bei uns im Ruhrgebiet leben ja Menschen aus 171 Kulturnationen. Und leider hören wir ganz oft islamische Gemeinde in Duisburg-Marxloh, Hindu-Tempel in Hamm oder halt jüdische Synagoge in Gelsenkirchen. Es gibt tolle Häuser, eine sehr große kulturelle Vielfalt, religiöse Vielfalt, die leider nicht zur Geltung kommt. Wir leben ganz oft in der unmittelbaren Nachbarschaft, aber wir kennen diese Religionsgemeinschaften nicht. Was tun die denn morgens zum Beispiel? Was machen die denn abends? Gibt es da bestimmte Regeln täglichen Ablauf? Und wir dachten, diese kulturelle Vielfalt, diese religiöse Vielfalt muss irgendwie zur Geltung kommen, auch im Rahmen der Kulturhauptstadt. Das ist eine, glaube ich, sehr einmalige Möglichkeit. Das hat es bisher noch nicht gegeben. Wir alle werden zur gleichen Zeit sozusagen das Gleiche machen. Es verbindet miteinander. Bisher ist es immer so, im Judentum, wenn wir einen Feiertag haben, da weiß ich, ob in Shanghai oder hier in Gelsenkirchen, in den jüdischen Gemeinden passiert überall das Gleiche, ganz exakt. Und plötzlich merken wir, dass eben am 21.09. an diesem Zeitpunkt auch in verschiedenen religiösen Gotteshäusern das Gleiche passiert. Das verbindet die Menschen miteinander und ich finde, es ist eine einmalig schöne Möglichkeit, einander näher zu kommen. Musik ist immer ein Eintrittstor. Man kann zunächst mal, die Gotteshäuser sind sowieso eigentlich immer offen, das ist nichts Besonderes. Man kann immer in eine Moschee gehen, man kann immer in eine alevitische Jam-Versammlung gehen. Niemand wird was dagegen sagen und die christlichen Kirchen, die orthodoxen Kirchen, alle sind offen. Und trotzdem macht es ja keiner, man traut sich nicht rein und man braucht eigentlich so einen Anlass. Und der Anlass ist nicht, dass es einen Gottesdienst gibt, den gibt es sowieso immer, sondern es muss ein besonders schöner Gottesdienst sein. Und einer, der speziell ist für Nichtgläubige, für Nichtangehörige dieser Religionsgemeinschaft, welche auch immer. Und dazu dann eben ein Konzert. Und ein Konzert kann man auch besuchen, wenn man nicht gläubig ist. Man kann sich einfach darauf einlassen und man spürt, auch wenn man nicht religiös ist, diese Qualität. Und das ermöglicht es, diese religiöse Vielfalt viel Sinn, also mit den Sinnen zu erfahren und nicht erst Bücher zu lesen und sowas, sondern erstmal zu spüren, was für eine Schwingung ist da an diesem Ort. Es sind auch sehr spirituelle Orte. Wie wohnt das Ruhrgebiet? Diese Frage stellt das Projekt Route der Wohnkultur seit Beginn des Jahres und bietet Führungen durch Stadtviertel und Wohnungen in Dortmund, Bochum, Essen und zahlreichen weiteren Städten der Metropole Ruhr. Am Tag der Wohnkultur werden nun alle Wohnungen der Route die Türen öffnen. Ja, am Tag der Wohnkultur, das ist das Highlight des Projektes Route der Wohnkultur. 58 Standorte im ganzen Ruhrgebiet sind geöffnet. Bewohner öffnen ihre Wohnungen für Besucher und alle sind herzlich eingeladen. Der Tag der Wohnkultur am 19. September 2010, überall in der Metropole Ruhr. 12 Kunstvereine und 2 Kunsthäuser aus dem gesamten Ruhrgebiet hatten die Idee. Eine grenzüberschreitende Ausstellungsreihe zum Thema Grenze ist das Ergebnis. Im Kunsthaus Essen folgt am 19. September die Ausstellung Checkpoint. Unsere Idee war, mit Künstlern zusammen Wege zu erkunden und Visionen aufzuzeigen, wie Migration
sich definiert, wie Migration sich darstellt innerhalb der Gesellschaft und welche Möglichkeiten es gibt, sich mit Migration, mit Migrantinnen und Migranten in der Metropole Ruhr auseinanderzusetzen. Checkpoint, ein Ausstellungsbeitrag zur Reihe Grenzgebiet Ruhr. Rund um das Dortmunder U steigt vom 16. bis 19. September CU, das bislang größte Kinder- und Jugendkulturpreisfestival in Nordrhein-Westfalen. Die volle Breite der kulturellen Jugendarbeit, also alle Sparten sind erfasst, alle Disziplinen sind erfasst. Wir haben einen eigenen Medienraum, einen Filmraum, wo 40, 50 Videoproduktionen, Medienproduktionen gezeigt werden. Wir haben eine Jugendbühne mit Tanz, Theater und wir haben den großen Ausstellungsbereich im zweiten Obergeschoss des Dortmunder U's, wo eben auch Bildkunstaktivitäten gezeigt werden. Und wir haben am 16. abends noch die Eröffnung Face-to-Face, Gesichter des Ruhrgebiets, große Jugendgrundschulfotoausstellung. See you vom 16. bis 19. September am Dortmunder U. Märchen sind große Dichtungen, Verdichtungen. Dichtung ist immer Verdichtung. Verdichtungen von Lebenserfahrungen erwachsener Menschen für Erwachsene. Die Tatsache, dass die Märchen der Welt alle so miteinander korrespondieren, ist ein Fundament für die Völkerverständigung. Die Brüder Grimm sind fast jedem ein Begriff. Sie haben die europäischen Märchen eingesammelt, dokumentiert und damit auch konserviert. Dass aber die Motive der Märchen weltweit sehr ähnlich sind, das zeigt der Märchenkongress, der Ende September, Anfang Oktober in Gelsenkirchen stattfinden wird. Er ist umgeben vom Märchenerzählfestival. Wir haben uns mit Märchenerzählern, Märchenforschern und den Veranstaltern des Festivals unterhalten. Also wir haben unterschiedliche Veranstaltungen, die sich rund um das Thema internationale Märchen richten. Wir haben Veranstaltungen für kleine Kinder, vom Kindergartenkind an bis zu den Senioren, also für alle Altersgruppen. Wir machen Veranstaltungen an ungewöhnlichen Orten. Was sind das für Charaktere, die Märchenerzähler? Also das sind professionelle Erzähler. Die machen das wirklich im Hauptberuf, das muss man eindeutig sagen. Da gibt es also Leute, die vorher im pädagogischen Bereich gearbeitet haben, die an Schulen gearbeitet haben, die viel mit Wort und mit Deutsch zu tun gehabt haben und dann irgendwann ihre Freude am Märchen und auch am Märchen erzählen entdeckt haben. Für mich ist Märchen erzählen Bilder malen mit Worten. Und dazu bediene ich mich einer bildhaften Sprache und eines gestaltenden Sprechens. Es gibt aber bestimmte Schwerpunkte, wo Sie sagen, ja, das sind eigentlich die beiden oder die vielen Märchen, die mich besonders interessieren, weil da bestimmte Geheimnisse enthalten sind? Nein, nein. Denn Sie müssen bedenken, die Märchen erzählen ja von uns Menschen. Die berichten von Geburt, Liebe und Tod und allem, was dazwischen ist. Und dazu gehört alles. In dem Lande, wo die scharfen Düfte der starken Gewürze und der edlen Essenz, die hatte eine Tochter. Und die war gerade im heiratsfähigen Alter. In dem ersten Märchen der Brüder Grimm, Froschkönig, der Froschkönig oder der Eiserne Heinrich, geht es um die Erlösung eines Tierprinzen, der in Froschgestalt auftaucht. Ich sage jetzt mal, im Nil in Ägypten ist es kein Frosch, sondern zum Beispiel ein Krokodil. Aber die Erlösung eines Menschen, der in eine Tiergestalt verwünscht worden ist, in die Menschheit zurück, das ist ein Weltmotiv. Ich liebe den ersten Satz aus einem Märchen aus der Bretagne. Es war einmal, es wird eines Tages sein. Das ist aller Märchenanfang. Das war sie, die aktuelle Magazinausgabe von Ruhr 2010 TV. In der kommenden Woche erwartet Sie hier ein Spezial und uns als Magazin gibt's dann in 14 Tagen wieder. Bis dahin, machen Sie es gut. Tschüss.